Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Ossus. Ja, tatsächlich, es ist Ossus, beziehungsweise eigentlich mehr oder weniger auch nicht, denn wir befinden uns hier genauer gesagt auf dem PTS, hier allerdings dann auf Ossus in einer separierten Instanz, die jetzt neu dazugekommen ist, denn BioWare hat sich gedacht, ja, 3 Tage vor Weihnachten gefühlt, wir bringen jetzt natürlich einfach mal einen Operationsboss raus. Nö, was macht man doch sonst vor Weihnachten, außer auf dem PTS einen neuen Operationsboss ankündigen. Und ja, ihr seht mich hier auf dem PTS umherschlendern. Ich habe mich natürlich dorthin begeben, habe dort glücklicherweise auch relativ schnell eine Gruppe gefunden, mit der ich das dann sowohl im SM als auch im HC gemacht habe. Hier in diesem Video werden wir uns jetzt den Story-Mode angucken von dem neuen Operationsboss und dann im nächsten Video den HC. Zum HC werde ich nicht viel sagen, denn das Ganze im HC war der World's First. Wir waren also die erste Gruppe, die das Ganze geschafft hat im HC. Und ja, ist eine schöne Sache, würde ich sagen. Kann man sich mit auf die Fahne schreiben. Ja, was ist das für ein Boss? Das ist im Endeffekt ein Boss, der ja ähnlich wie Goldwut, also Turborus Hof auf Markep und der Monolith auf Siost funktioniert. Das heißt, wir haben eine Instanz, wo am Ende ein Boss steht. Allerdings haben wir hier noch ein paar Ad-Gruppen davor. Das ist sozusagen der große Unterschied hier im Story-Mode. Wir können hier relativ einfach durchlaufen. Im HC stehen hier haufenweise Ads, die, denke ich mal, werden im Story-Mode logischerweise auch noch hinzugefügt. Hier, wie gesagt, um diese ganzen Eier umrum, die hier in der Gegend rumstehen, wird es dann entsprechend noch mehr Ads geben. Wir sind jetzt hier aber, wie gesagt, einfach mal auf dem Weg und erkunden diese Höhle hier erstmal und werden dann feststellen, dass wir dort unten in einem Bosskampfraum landen und dort finden wir die Königin, die Bergkönigin, die mutierte geonosianische Bergkönigin, mit der wir dann natürlich auch kämpfen werden. Hier fallen wir runter, kriegen keinen Fallschaden. Das ist PTS zum einen und zum anderen ist das halt alles noch unfertig. Aber nicht unfertig ist der Boss. BioWare sagt nämlich, die Mutated Geonosian Queen, die mutierte geonosianische Königin, ist fertig, was die Mechaniken angeht und auch was das Balancing angeht. Also es ist ausgeglichen, der Kampf. Wir starten jetzt hier auch mitten rein. Ihr seht schon, ich habe leider den Anfang nicht mit drauf, denn die Kollegen, die hier mit unterwegs waren, ihr seht schon, wir sind zu viert gerade. Die haben einfach mal so angefangen. So schnell konnte ich gar nicht die Aufnahme starten. Der HC nachher ist dann natürlich vollständig. Aber jetzt hier der SM, wie gesagt, ein bisschen kürzer. Da fehlen am Anfang, ihr seht, da fehlen irgendwie 18% vom Boss. Da passiert aber auch nichts. Ja, das heißt, da passiert nicht wirklich viel mehr, als ihr jetzt den gesamten Kampf übersehen werdet. Wir werden uns den jetzt angucken. Das heißt, wir haben noch ein paar Minuten vor uns. Ich werde zu den Mechaniken nicht wirklich viel sagen, denn wie gesagt, das ist eine Sache, die jeder für sich selbst rausfinden kann. Außerdem ist das alles noch PTS, das heißt, BioWare sagt zwar, die Mechaniken sind fertig, aber logischerweise können sie, wenn sie wollen, sagen, wir verändern hier und da noch was. Ich denke mal, allein die Tatsache, dass wir hier zu viert unterwegs sind und naja, das Video ist keine 5 Minuten mehr lang, das heißt, wir werden hier wohl nicht noch ein paar Versuche brauchen, sondern wir werden das hier zu viert schaffen. Dementsprechend ist das im Story-Mode auch keine große Herausforderung. Gut, muss man natürlich auch sehen, wir haben hier das beste Gear, was man kriegen kann, natürlich in Verwendung. Das heißt, wir haben hier uns auf Odessen, beziehungsweise ich hier primär, habe mir einen neuen Charakter erstellt auf dem PTS, habe den boosten lassen. Das geht auf dem PTS sehr gut, da gibt es eine Beschreibung für im Entwicklerforum. Und dann kann man sich entsprechend das beste Gear holen, was es aktuell gibt. Beziehungsweise ist nicht ganz das Beste. Die Aufwertungen könnten noch ein Stück höher sein. Aber das ist dennoch ziemlich hohes Gear und wir können hier relativ gut Schaden machen. Ich spiele hier gerade auf Dot. Das Ganze funktionierte sehr gut. Wenn man allerdings meine Buffleiste betrachtet, dann sieht man, ich habe kein Präzisionsstim drin. Ich bin tatsächlich mit ein bisschen wenig Präzision hier reingegangen, aber es hat trotzdem funktioniert, auch im HC. Auch wenn es nicht ideal war, hat das Ganze funktioniert. Gerade spiele ich dort im HC, wenn nachher werdet ihr sehen, spiele ich Burst. Das ist einfach eine Sache. Wir haben im HC etwa 2-2,5 Stunden gebraucht, ehe wir den Boss uns so weit erarbeitet haben, dass wir ihn gelegt haben. Parallel dazu hat übrigens einer der Designer von BioWare zugeguckt. Das ist der Matt Puchevich, heißt er, glaube ich. Der ist unter anderem zuständig für das Design der Operation und der hat zugeguckt und konnte uns am Ende bestätigen, mehr oder weniger, dass es sich um einen World's First handelte. Das heißt, dass wir wirklich tatsächlich die Ersten waren,
die diesen Boss gelegt haben im schweren Modus. Das ist eine mehr oder weniger zusammengewürfelte Gruppe gewesen. Das heißt, ich logischerweise vom Server Tulacord, die anderen zum Großteil aus von den amerikanischen Servern. Das heißt, wir hatten da Starforge dabei. Hauptsächlich, ich glaube sogar nur. Also ich war Tulacord, die anderen sieben waren dann alle von Starforge. Und, aber es hat funktioniert. Wir haben eine Weile gebraucht, aber das ist klar, man hat keine Vorlage, man muss sich die Mechaniken arbeiten, man hat kein Video, was man sich anschauen kann. Das heißt, man muss von Grund auf anfangen, sich die Mechaniken zu erarbeiten und eben dann gucken, wie man was spielt, ja, wie man mit welcher Mechanik umgeht. Und das ist dann natürlich auch so ein bisschen Trial and Error, ja. Das heißt, wir haben dann logischerweise einiges an Versuchen auch einfach nur Strategien immer wieder verworfen, weil wir festgestellt haben, ja, so geht es definitiv nicht. Da muss dann natürlich wieder eine neue Strategie her, die man dann auch wieder erst getestet hat. Und so dauert es dem eben 2 Stunden gut, ehe wir dann durch waren. Und dann haben wir es aber tatsächlich relativ sauber geschafft. Das werdet ihr dann im Video sehen entsprechend. Es gibt haufenweise verschiedene Ads, das ist glaube ich so eine unique Sache dieses Bosskampfes. Ja, wenn man an Goldwood denkt, dann gibt es immer dieselben Ads. Das ist irgendwie, eine Sorte Ads, die immer wieder in gleichen Abständen im selben Tonus, im selben Maße spawnen. Und bei Monolith gibt es gar keine Ads. Ist halt auch ein bisschen langweilig. Hier gibt es, auf Anhieb fallen mir 4 oder 5 verschiedene Ads ein, die hier zu beachten sind. Die man unterschiedlich spielen muss, natürlich auch gerade im HC ist das dann eine durchaus herausfordernde Aufgabe. Auch was die Heiler angeht, weil es sind nicht eben 1 oder 2 Ads, sondern es sind dann eben auch mal eben 10 oder 20. Ihr seht das Ganze hier auch im Video. Das heißt, es hat da ein bisschen gedauert. Ja, als wir angefangen haben, gab es die Info, dass die beste Gruppe den Boss auf 42% gebracht hat. Und wir hatten dann im 3., 4., 5. Versuch ungefähr, waren wir dann auch in dem Dreh unterwegs. Und dann hatten wir relativ fix danach Versuche, wo wir runterkamen auf in den einstelligen Prozentbereich. Allerdings fehlte es dann immer an den letzten paar Prozent. Das heißt, im besten Versuch, den wir bis zum Kill hatten, waren wir auf 600.000 HP auf dem Boss runter und dann war die gesamte Raid-Gruppe tot. Es gibt momentan die Möglichkeit noch auf dem PTS, dass man sozusagen spawn, also sich wiederbeleben kann und wieder reinlaufen kann, aber wir haben uns dazu entschieden, das nicht zu machen. Wir wollten das Ganze halt auf mehr oder weniger faire Art und Weise machen. Das heißt, wenn jemand stirbt, wird er wieder aufgehoben. Wenn dann jemand stirbt, kann man nicht wieder aufheben, weil da eben Cooldown drauf ist. Wir wollten da nicht diesen PTS Buff mehr oder weniger ausnutzen, dass man sich eben wiederbeleben kann, wenn man möchte. Auch während des Kampfes und wieder reinlaufen kann. Da haben wir uns dagegen entschieden. Ich denke mal, das ist auch in Ordnung soweit. Ich arbeite hier ziemlich viel mit AOEs. Das sieht man, glaube ich, ganz gut. Nachher werdet ihr sehen, dass ich Burst spiele. Und das ist auch eine Entscheidung gewesen, die wir getroffen haben. Aufgrund der Zusammensetzung der Gruppe, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen ein paar Leute mit, die Burst spielen. Wir nehmen ein paar Leute mit, die Dodge spielen. Weil man eben doch irgendwie beides braucht. Und das hat ganz gut funktioniert am Ende. Ich werde euch unten in den Videos auf jeden Fall verlinken von den Kollegen, die dabei waren. Die haben nämlich auch mit aufgenommen. Da könnt ihr euch das Ganze angucken. Ihr seht, SM zu viert hat ziemlich lang gedauert, vergleichsweise. Aber war dann doch relativ einfach machbar zu viert. Das ein Heiler, ein Tank, 2 DDs. Das sind doch eher Flashpoint. Dann würde ich sagen, schreibt mir doch mal, was ihr davon haltet. Neuer Boss auf Ossus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Theodor. Ich bin raus. Tschüssing.